Thema Nachbarschaft passend und gut, glaube ich, aus mehreren Gründen. Und da hoffen wir, dass da eben gute neue Vorschläge kommen. Zum einen, weil ich meine, zu sehen, dass es so ein Bedürfnis gibt von vielen Menschen, die sagen, ich möchte mich gerne wieder in einer Community wiederfinden, ich möchte mich irgendwo aufgehoben fühlen, in einer Gemeinschaft wiederfinden, in einer Nachbarschaft. Aber auf der anderen Seite wird Nachbarschaft natürlich in dem Moment relevant, wo wir über Integration, über Menschen sprechen und mit Menschen vielfach zu tun haben, die jetzt zu uns flüchten, die zu uns kommen und die auf einmal unmittelbar neben uns leben, die aus Syrien kommen, aus dem Irak, aus dem Iran, aus anderen Ländern, die wir bisher oder deren Probleme wir vielfach nur aus dem Fernsehen oder aus Medien irgendwie kennen und auf einmal haben wir unmittelbar mit denen zu tun. Das verändert Nachbarschaften, das verändert Kontakte, das verändert die Gemeinschaft und wenn es da Ideen gibt, wie man sowas zusammenbringen kann, hervorragend, denn davon brauchen wir noch viel mehr. Da gibt es definitiv Länder, die uns voraus sind. USA ist da, glaube ich, nur eins davon. Es braucht mehr Innovation, es braucht mehr Akzeptanz des Scheiterns, dass viel mehr Leute sich animiert fühlen, die Ärmel hochzukrempeln und einfach zu sagen, ich probiere etwas und es ist nicht schlimm, wenn ich auf die Schnauze falle. Das tut persönlich natürlich weh, das mag keiner, aber das gehört ein Stück weit dazu. Und wenn man das als Chance begreift, dann daraus auch zu lernen und das nicht als etwas Negatives auffasst, dann kann das einen selber nicht nur voranbringen, sondern kann das die Gesellschaft voranbringen. Und daran mangelt es, glaube ich, in Deutschland noch. Da gibt es andere Länder, die das besser können, wo es auch bessere Hilfen für Gründer teilweise gibt, bessere Unterstützung. Es mangelt nicht an Gründungen, aber 80% der Gründungen im Startup-Bereich scheitern zum Beispiel. Und wenn man diese Quote runterbringen könnte, dann wäre das natürlich schon sehr hilfreich.